Es ist die Fälschung des Jahrhunderts. 19. November 1932. Ich werde ab sofort meine politischen Unternehmungen und Gedanken in Notizen festhalten, um wie jeder Politiker diese der Nachwelt zu erhalten. Hitlers Tagebücher, was für eine Geschichte. Auf der Bühne erscheinen ein gefälschter Führer, seine angeblichen Tagebücher und ein Reporter wie ein Spürhund. Er nimmt Fährte auf und entdeckt die ganz große Sensation. Es war eine Katastrophe. Für den Fälscher ein teuflisches Vergnügen. Es war die größte Medienaffäre in der Geschichte der Bundesrepublik, vielleicht sogar die größte Medienaffäre überhaupt. Alles steht Kopf. Wie blind laufen Verlagsmanager und Journalisten in ihr Verderben. Man wollte den Jahrhundertcoup und man wollte natürlich auch viel Geld damit verdienen. Hamburg, 25. April 83. Die wohl peinlichste Pressekonferenz der deutschen Geschichte. Stern-Chefredakteur Peter Koch präsentiert der Welt Hitlers Tagebücher. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es gab nie eine Sekunde des Zweifels, weder bei mir noch bei irgendjemandem, mit dem ich zu tun hatte. Von heute an müssen große Teile der deutschen Geschichte neu geschrieben werden. Ein filmreifer Stoff für eine Tragikomödie über einen beispiellosen Betrug. Bonn. Bei den von der Illustrierten Stern veröffentlichten angeblichen Tagebüchern Adolf Hitlers handelt es sich nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes und des Bundesarchivs eindeutig um eine Fälschung. Und da konnte ich kaum noch Gaspedal bedienen, hatte ganz weiche Knie. Und hab nur geguckt, wo kommt der nächste Brückenpfeiler und wollte da mit dem Wagen gegendonnern. Ne? Entsetzen in der Sternzentrale in Hamburg. Wie konnte sowas nur passieren? Die Folgen fatal. Alles, was wir uns erarbeitet hatten an journalistischer Reputation, das war natürlich hinfällig. Das war das Schlimmste, was dem Stern passieren konnte. Heute hat das Magazin die Krise verarbeitet. Die falschen Tagebücher, sie sind weggesperrt. Das ist ein Schandfleck in unserer Geschichte. Und wir haben die gut verschlossen im Keller aufbewahrt. Und es ist für mich ein Eimer brauner Jauche, wie ich immer sage. Und ich habe keine Veranlassung, die rauszuholen. Sternreporter Gerd Heidemann, er hat die angeblichen Tagebücher entdeckt. Ein Reporter ist immer nur so gut wie seine letzte Geschichte. Und meine letzte Geschichte war eine große Pleite. In seinem Archiv hat Heidemann alles zu dieser Geschichte gesammelt. Noch heute sieht er sich als Opfer, nicht als Täter. Reingefallen auf den Fälscher Konrad Kujau. Die Telefonate hat er mitgeschnitten. Ja, Conny. Was ist los? Oh. Du, jetzt bin ich der Fälscher. Jetzt sagen wir schon, ich hätte die Bücher gefälscht. Ach du je, ich höre doch gar nicht. Ich habe mein Geld bekommen für die Arbeit, die ich gemacht habe. Ich habe gutes Geld bekommen und ich habe auch eine gute Arbeit abgeliefert. Bin ich überzeugt. Arbeitsethos eines Betrügers. Was wäre, wenn er Tagebuch geschrieben hätte? Ein Riesengeschäft. Hitlers geheimste Gedanken, ganz privat. Hitler und die Frauen. Hitler und der Krieg. Kaum zu glauben. Und dann habe ich natürlich auch die Bücher gesehen und habe also wirklich unglaublich den Kopf geschüttelt, dass sowas eine historische Sensation sein soll, weil da stand so ein Mist drin. Eine Hörprobe. Der Schauspieler Christoph Maria Herbst, bekannt durch seine Hitler-Satiren, liest Hitlers Tagebücher. Eine Weltpremiere. Oktober 1936. Morgens gegen 11 Uhr. Gründliche Untersuchung. Mache den Ärzten große Vorwürfe, da meine Schmerzen immer größer werden.
Nun habe ich schon Schmerzen im Gedärm. Kummer, den nur ein Tagebuch wissen darf. Die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Zeit verursachen mir Blähungen im Darmbereich. Und Eva sagt, ich habe Mundgeruch. Das ist ja wirklich, das ist ja sensationell. Adolf Hitler privat. Ein Mensch wie du und ich. Alles frei erfunden. Man habe die Nacht zu ihm gesagt, er habe Magengeruch. Wer will nachts zu ihm gesagt haben, Adolf oder mein Führer, Sie stinken aus dem Maul. Es kann ja nur die Eva gewesen sein. Die wird gesagt haben, Adolf, dreh dich rum. Für solche Informationen zahlt der Hamburger Verlag Gruner und Jahr 9,34 Millionen Mark. Konrad Kujau, geboren in der Oberlausitz, kommt in der DDR früh mit dem Gesetz in Konflikt. Flüchtet in den Westen nach Stuttgart, fälscht und handelt mit Nazi-Kitsch. Du, sag mir, wer bist du? Er war sehr direkt und konnte absolut keine Ungerechtigkeiten vertragen. Also wenn man ihm irgendwas Falsches unterstellt hat oder so, ist er dann fuchsteufelswild geworden. Einem Fälscher etwas Falsches unterstellen, ist ja unerhört. Als ihn ein Sammler Mitte der 70er Jahre über den Tisch zieht, sinnt Kujau nach Rache. Er wird ihm ein falsches Hitler-Tagebuch unterjubeln. Es ist der Prototyp der Jahrhundertfälschung. Etwas Kosmetik mit Tee und Asche, fertig ist der falsche Hitler. Und der klingt so. Immer, wenn aus meiner nächsten Umgebung eine Frau eines Mitarbeiters ein Kind bekommt, wird E sehr eifersüchtig. Musste ihr wieder erklären, dass ich in meiner Stellung kein kleinbürgerliches Leben führen kann. Auch, dass ich dazu nicht geschaffen bin. Man muss sich in den Schriftgeber oder in den Bildgeber muss man sich reinversetzen. Und das habe ich getan, fertig. Und diese erste Fälschung ist so überzeugend, dass Heidemann Jahre später darauf reinfallen wird. Dabei ist er als Journalist eine ganz große Nummer. Starreporter beim Hamburger Stern mit kleinen Schwächen. Heidemann war ein wirklich guter Rechercheur und ein sehr guter Fotograf. Er war nur immer in der Gefahr, wenn er sich in eine Geschichte verbissen hat, dass er jede Kritik verloren hat. So wie bei diesem Schiff. Es macht aus Gerd Heidemann einen anderen Menschen. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Die Karin II, einst Yacht des Reichsmarschalls Hermann Göring. 1972 wird Gerd Heidemann ihr Kapitän. Das Schiff ruiniert ihn, aber öffnet auch Türen in eine andere Welt. Er sammelt jetzt Silberbecher von Göring, freundet sich an mit ehemaligen SS-Generälen. Die Nazi-Zeit fasziniert ihn. Passend zum Schiff eine Liebschaft mit Edda Göring, Tochter des Reichsmarschalls. Und durch diese Leute ist er natürlich immer tiefer in diesen braunen Sumpf versunken. Immer wieder diese Geschichten. Stern-Chefredakteur Koch rät seinem Reporter, lass die Finger von der Nazi-Scheiße. Also dem ging das auch auf den Geist und dass der da immer mehr diesen Tick entwickelte. Hamburg ist damals die deutsche Pressestadt. Heidemann kündigt beim Stern, weil eines seiner Nazi-Themen abgelehnt wird. Doch sein Vertrag läuft noch 12 Monate. Da bekommt er einen heißen Tipp. Ein wohlhabender Sammler im Schwäbischen soll Original-Hitler-Schriften haben. Dann sagte ich, Sie sollen auch ein Tagebuch von Hitler haben. Darf ich das denn mal sehen? Oh, das muss geheim bleiben und so. Aber dann ist er schließlich an seinen Tresor gegangen und hat das rausgezogen. War so eine schwarze Klatte. Ich konnte die Schrift nicht so gleich richtig lesen. Aber
Einige Sätze hatte ich dann noch behalten. An einer Stelle stand, meine Magenverstimmung hat sich behoben, ich kann wieder feste Nahrung zu mir nehmen. Von wem ist denn das? Ja, ich habe einen Bekannten, dessen Bruder ist General der NVA in der DDR. Und mit Hilfe dieses Bruders werden die Sachen in den Westen geschmuggelt. Es ist das von Kujau gefälschte Tagebuch. Der Fälscher hatte dem Sammler vorgeflunkert, es stamme aus der DDR. Irgendwann tauchte dann auch die Zahl 27 auf. Das sollten 27 Halbjahresbände sein, also die Zeit der Tätigkeit von Adolf Hitler als Reichskanzler und Führer. Wieder in Hamburg informiert Heidemann den Ressortleiter Zeitgeschichte beim Stern, Dr. Thomas Walde. Die Aussicht auf einen Knüller elektrisiert. Bei einer Redaktionskonferenz auf Heidemanns Schiff geht es um das Thema. Einen Tag nach Hitlers Geburtstag, Geschichte zum Anfassen. Wir waren vielleicht 5, 6 Leute und haben Themen besprochen. Und da kam für mich zum ersten Mal Heidemanns Vorschlag, nach Tagebüchern zu suchen, auf den Tisch. Und da herrschte zunächst mal natürlich nicht nur Verwunderung, sondern eine gewisse Begeisterung. Das kann doch nicht sein, Hitlers Tagebücher. Ja, wenn du da eine Spur hast, dann ist das doch das dringendste Thema im Augenblick, die zu finden. Hitlers Tagebücher, das wäre der heiß ersehnte Knüller. Beim Stern weiß man, ein Reporter ist immer nur so gut wie seine letzte Geschichte. Heidemann hätte auch so nicht funktionieren können, wenn er nicht genau dieses ihn unterstützende und ihn fördernde und ihn sogar verstärkende Umfeld gehabt hätte. Also mit anderen Worten, ganz so einfach ist es auch nicht. Hier der böse Heidemann und da die arme, unschuldige Redaktion. Heidemann recherchiert die Geschichte der angeblichen Tagebücher. Die Spur führt ins Jahr 45, Endkampf um Berlin. Hitler hat wichtige persönliche Besitztümer ausfliegen und vor den Sowjets in Sicherheit bringen lassen. Die Junkers sollte nach Salzburg fliegen. Doch bei Börnersdorf im Osterzgebirge stürzt die Maschine ab. Was sich wirklich an Bord des Flugzeugs befand, ist ungeklärt. Es könnten Hitlers Aufzeichnungen sein, hofft der Reporter. Er weiß, dass Hitlers Chefpilot noch lebt, Hans Bauer. Und da sagte er mir, ja, Heidemann, ich habe am 21. April dem Führer gemeldet, dass eine der 10 Maschinen, die gestern rausgegangen sind, nicht angekommen sei. Und da hätte Hitler gesagt, um Gottes Willen, Bauer, war das die Maschine, in der mein Diener Arndt mitgeflogen ist? Wilhelm Arndt, der arme Kerl. Ich hatte ihm wichtigste Unterlagen mitgegeben, alle meine Aufzeichnungen, die der Nachwelt Zeugnis von all meinen Handlungen ablegen sollten. Das wäre ja eine Katastrophe, wenn das verloren gegangen ist. Die Absturzstelle liegt damals in der DDR. Im November 80 machen sich Heidemann und Ressortleiter Walde auf den Weg. Das war ja eine sehr lustige Reise, nicht? Wir sind mit einem wahrscheinlich beschlagnahmten Mercedes, da war das Radio ausgebaut, mit den Stasi-Offizieren von Berlin nach Dresden gefahren. Und dann haben wir aus dem nächsten Intershop-Laden 2 Flaschen Whisky geholt und mit den beiden Stasi-Offizieren ausgetrunken. Also wir mit schwerem Kopf Richtung Börnersdorf gefahren. Rund um die Dorfkirche liegt ein Friedhof. Hier entdecken Heidemann und Walde die Grabkreuze der beim Absturz ums Leben gekommenen Soldaten. Hitlers Diener Arndt und Flugzeugführer Gundelfinger. Die Reporter glauben sich auf der richtigen Fährte. Und jetzt beginnt der Wahnsinn. Man hat nicht gesagt, okay, wir haben die Gräber gefunden, sondern das war sozusagen die Bestätigung dafür, dass an dieser Hitler-Tagebuchgeschichte was dran ist. Heidemann gelingt es, den Mann zu finden, der die Tagebücher besorgen kann. Jedes wichtige Telefonat schneidet der Reporter mit. Es sind hunderte Kassetten. Mitte Januar 1981 das erste Gespräch mit Herrn Fischer, der in Wahrheit Konrad Kujau heißt. Ja, schönen guten Abend, Herr Fischer. Ja. Ist Heidemann. Ich habe gerade, Herr Tiefenthaler hat mich gerade angerufen. Ja, ne? Ja. Der mir eben auch gerade mit ihm telefoniert. Mhm. Ich will jetzt am Telefon gar nicht lange drüber reden, worum es geht. Sie wissen es ja. Ne? Wie würde das denn bei Ihnen in der nächsten Woche aussehen? Ja, das ginge schon.
Alles läuft wie geschmiert. Im Verlag nehmen Heidemann und Walde die Abkürzung direkt in die Verlagsleitung. Die Chefredaktion wird übergangen. Der Kreis der Mitwisser soll klein bleiben. Hitlers Tagebücher sind alleroberste Chefsache, streng geheim. Wenn man glaubt, dass man Hitler-Tagebücher journalistisch auswertet und auf den Markt bringt, kann man natürlich wirklich niemandem etwas sagen, weil damit das ganze Projekt zu Ende gewesen wäre. Es musste so kommen, weil bei diesem Thema im Verlag Gronau und Jahr die Welt auf dem Kopf stand. Es war ja nicht die Redaktion, die die Entscheidungen getroffen hat, sondern das war der Vorstandsvorsitzende. Am 27. Januar 1981 präsentieren Heidemann und Walde ihre Recherchen dem Verlagschef von Gronau und Jahr. Der springt sofort auf die Story an. Alles soll bitte streng vertraulich bleiben. Der Verlag wittert ein Riesengeschäft mit der internationalen Vermarktung der Rechte. Herr Heidemann, der Stern interessiert mich überhaupt nicht. Ich will das weltweit vermarkten. Der hat nur eins. Aber wenn der Stern das später haben will, kann er es ja haben. Wir werden das finanzieren. Und so lief das dann an. Noch am selben Tag werden Heidemann 200.000 Mark ausgezahlt. Damit will er dem Tagebuchlieferanten demonstrieren, dass der Verlag bereit ist, auch große Summen zu investieren. Ohne Quittung. Am nächsten Tag will Heidemann in Ditzingen bei Stuttgart zum ersten Mal die Quelle treffen. Herr Fischer, mehr weiß er nicht. Noch bevor er das Klingelschild entziffern kann, öffnet sich die Tür. Na ja, und dann ist er angehopft. Stand plötzlich vor der Tür. Na ja, und dann habe ich ihn reingelassen. Und dann haben wir bla 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 bla. Er hat natürlich groß auf den Wickel gehauen. In gelöster Atmosphäre wird übers Geschäftliche geplaudert. Heidemann setzt von Anfang an auf seine besten Argumente. Und dann habe ich das erste Gespräch geführt und habe nun immer gelockt, auch mit der Yacht von Göring und Uniform. Die habe ich ihm ja auch gleich mitgebracht beim ersten Mal und gegeben und hatte gehofft, dadurch kriege ich ein Buch vielleicht billiger oder so. Sympathisch. War nett und lustig und hatte so eine gewisse Bauernschleue an sich, nicht? Aber eigentlich habe ich ihm das alles geglaubt, was er mir da erzählt hat. Der Fälscher macht sich ans Werk. Mit Hilfe einschlägiger Chroniken wird Geschichte neu geschrieben. Als Tagebuch. Der kleine Goebbels macht schon wieder Geschichten mit Frauen. Werde in den nächsten Tagen einen geheimen Erlass herausgeben, dass ich von meinen engsten Mitarbeitern und Parteiführern im Reich keinerlei Affären mehr wünsche. Das soll Hitler über seine Helfer geschrieben haben? Unglaublich. Die ersten drei Tagebücher sind fertig. Jeder Journalist wartet natürlich auf den großen Scoop. Und Hitler-Tagebücher sind natürlich einer der größt vorstellbaren Scoops und Coups überhaupt. In Hamburg herrscht Euphorie. Eine Maschinerie läuft an, die kaum mehr zu stoppen ist. Die Verlagsspitze geht voll ins Risiko. Dem Tagebuchbeschaffer wird blind vertraut. Hunderttausende von Mark, alles ohne Quittung. Es war unvorstellbar. So was hatte es noch nie beim Stern gegeben, dass jemand so viel Geld in die Hand gedrückt kriegt, ohne überhaupt zu wissen, was der damit macht. Es wurde also ein Sonderkonto eingeführt. Der damalige stellvertretende Verlagsleiter des Stern führte also eine handschriftliche Buchhaltung und Heidemann bekam dann entsprechende Summen mal 200.000, mal 400.000 Mark bar in die Hand gedrückt und lieferte dann entsprechend Tagebücher ab.
Auch der neue Verlagschef Gerd Schulte-Hillen macht mit und gibt für die Beschaffung der Tagebücher Millionen frei. Der Verlag zahlt Heidemann anfangs für jedes Tagebuch 85.000 Mark. Der Fälscher kassiert aber nur je 60.000 Mark. Das Wechselgeld von 25.000 Mark bleibt bei Heidemann, so das Hamburger Landgericht beim späteren Prozess. Bei 27 Tagebuchbänden wäre das ein Gewinn von 675.000 Mark. Der Reporter dementiert noch heute. Ich habe alles abgeliefert, 9,3 Millionen, und außerdem hat er von mir über 500.000 noch privat bekommen. Das wiederum sieht der Fälscher anders. Die ersten Tagebücher werden in einem schwäbischen Wirtshaus übergeben. Erst das Geld, dann der Hitler. Ein gutes Geschäft für beide. Heidemann bekommt vom Stern für die Beschaffung der Tagebücher ein stattliches Honorar. 1,5 Millionen Mark. Mit einem Schlag ist er seine finanziellen Sorgen los. Welch ein Reporterglück. Als ich dann die anderen Bücher holte und saß im Flugzeug, dachte ich, wenn die wüssten neben mir, was ich hier lese, nicht? Und so, da habe ich so ein Kribbeln gefühlt. Auch der Vorstand kann sein Glück kaum fassen. Der Gegenstand verstärkte diese Illusion, die man für wahr hielt. Da ist ein Tagebuch von diesem Hitler, ja. Und diese Schriften sind Gold wert, weltweit vermarktbar. Walder und Heidemann sollen großzügig am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt werden. Die haben natürlich geglaubt, sie sind Millionäre und haben nicht mehr richtig geprüft und haben alles, was gegen die Echtheit der Tagebücher sich herausstellte, an Fakten zur Seite geschoben. Zum Beispiel die Notiz über Hitlers Leibstandarte. Im März 1933 will Hitler sie in Berlin-Lichterfelde besucht haben. Aber die SS-Truppe hieß damals noch gar nicht Leibstandarte. Und nach Lichterfelde kam sie erst viel später. Und da sagt Walde, ja, merk dir mal solche Dinge, Gerd. Die hauen wir dem Arsch dann alle um die Ohren, dem Hitler, ich meine damit, ne? Wo wir ihn bei Lügengeschichten ertappen in dem Tagebuch. Irgendwann wird der Wunsch zum Vater des Gedankens, also wenn man sowieso schon so besessen ist und natürlich jetzt nicht nur fasziniert ist von dieser ganzen Welt, sondern für sich den ganz, ganz großen Scoop sieht, dann werden kritische Elemente, dann werden alle Dinge, die das Ganze relativieren können, ausgeblendet. Das kennt auch jeder. Wer besessen ist von einer Sache, kann schon nicht mehr objektiv sein. Was verschweigen mir meine Ärzte? Kann ich diesen Leuten überhaupt noch trauen? Bin total zerstochen von den vielen Spritzen. Bin ich vielleicht unheilbar krank? Zwei Buchstaben, F und H. Fritze Hitler hieß er ja wohl nicht, oder? Also wenn es Führerhauptquartier heißen würde, müsste FHQ da drauf sein. Führer Hitler. Führers Hund. Führer Heil. Führers Hemd. Führers Hand. Keine Ahnung, was das sein soll. Für Hauptquartier. Als später da dieser Film von Helmut Dietl Stonk ins Kino kam, sind wir Sternleute oft gefragt worden, ist es denn wirklich so bizarr, also so grotesk gewesen? Und dann haben wir immer gesagt, noch viel grotesker. Ein feierlicher Moment auf der Karin 2. Die Verlagsspitze gibt sich die Ehre und stößt an mit dem Entdecker der Tagebücher. Später kommt auch der Fälscher an Bord und bringt Heidemann frische Ware. Wenn ich jetzt in den Tagebüchern mal reingeschrieben hätte, es wird ein Mann kommen aus dem Stamm der Heidemänner und der wird wahrscheinlich meine späteren oder später mal meine Schriften entdecken, der hätte das als Vorsehung angesehen. 13. Mai 81. Schüsse auf Papst Johannes Paul II. Die Chefredaktion will, dass Heidemann die Geschichte des Attentäters recherchiert. Sie weiß noch immer nichts vom Tagebuchtransfer. Im Verlag legen die Eingeweihten dem Reporter nahe, sich krank zu melden. Kommt nicht in Frage. Informiert die Chefredakteure jetzt gefälligst, dass ich unabkömmlich bin.
wenn ich, dass ich nicht in die Türkei jetzt kann. Es sei denn, ein anderer muss die Tagebücher holen. 1 Million Mark sind schon investiert. Die Chefredaktion wird vor vollendete Tatsachen gestellt. Ein gravierender Verstoß gegen alle Regeln im Verlag. Die Hintergangenen denken an Rücktritt. Und dann haben sie gesagt, also das sollten wir vielleicht doch nicht machen. Denn bei solch einer Sensationsgeschichte, wenn wir jetzt hier auf unseren Verträgen herumreiten, das ist auch keine gute Idee. Chefredakteur Koch steht intern unter Druck. Er braucht dringend eine große Geschichte. Psychologisch betrachtet, nicht sachlich, war es sicher so, dass schon nach kurzer Zeit für jeden, der eingeweiht war, nur die Möglichkeit bestand, ich steige hier aus oder und versäume dann den größten Coup des Jahrhunderts. Zwischenbilanz. Mit der 81 liegen 25 Tagebücher vor. Der Verlag hat dafür 3,02 Millionen Mark investiert. Und wo so viele Millionen schon geflossen sind, da kann man jetzt nicht plötzlich aussteigen. Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts. Leg ich mir einen Frack zu oder komm ich vor Gericht? Barfuß oder Lackschuh, so geht es bei mir zu. Nie die goldene Mitte, immer volles Risiko. Man kann es vergleichen mit einer Art großem Spiel. Der Einsatz wird größer, das Risiko nimmt zu und gleichzeitig aber auch ist, wenn man das Spiel gewinnt, trotz großen Einsatzes, trotz großen Risikos, der Gewinn natürlich dann umso größer. Und das ist genau das, was hier passiert ist. Plötzlich taucht sogar ein Sonderband über Rudolf Hess auf, Hitlers Stellvertreter. Der Stern legt dem Bundesarchiv Koblenz mehrere Einzelblätter vor, darunter auch eines aus dem Hess-Band. Was halten Sie von den Dokumenten? Glauben Sie, dass sie echt sind? Und wir haben uns natürlich erkundigt, woher haben Sie die und so weiter. Und haben Sie natürlich sofort gesagt, das möchte man im Augenblick noch nicht sagen. Und so, wie sie sich gaben, musste man den Eindruck haben, dass es sich um bedeutsame Dokumente handelte. Die sollen jetzt verglichen werden mit den seltenen Originalhandschriften von Hitler aus dem Bundesarchiv. Keiner ahnt, was hinter der Blättersammlung des Stern wirklich steckt. Also von Tagebüchern, das soll man in aller Deutlichkeit sagen, war nie die Rede. Und wir konnten auch gar nicht auf die Tagebücher kommen, weil das Material, was wir vor uns hatten, war alles andere, aber nicht Teil des Tagebuches. Die streng geheim gehaltenen Kladden werden im Tresor einer Züricher Großbank aufbewahrt. Heidemann hat alles vertraglich geregelt. Nur er und Walde dürfen die Tagebücher auswerten. Exklusiv. Sie sind die Herren des Verfahrens und sie bestimmen auch, was geprüft wird. Schriftgutachter werden beauftragt. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz bestätigt, dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die Handschrift Hitlers handelt. Und die beherrscht der Fälscher perfekt. Nur die Schrift wird geprüft, nicht das Material. Auch vom renommierten Schriftexperten Audrey Hilton aus den USA. Meine Antwort wäre, dass es Hitlers Originalhandschrift ist. Tatsächlich stammen manche Vergleichsschriften ebenfalls aus der Werkstatt des Fälschers. Und damals war es natürlich kein Zufall mehr, dass die Gutachter gesagt haben, das ist identisch. Während Heidemann neue Tagebücher bei Kuja holt, macht sich sein Kollege Leo Pesch auf den Weg nach Zürich zum angesehenen Schriftexperten der Kantonspolizei, Max Frei Sulzer. Auch der sagt, alles echt. Es hatte ja nie einen Zweifel gegeben und auch diese Gutachten waren nicht in Auftrag gegeben worden, das darf man nicht verwechseln, um die Echtheit dieser Kladden zu prüfen, sondern sie waren in Auftrag gegeben, um die Ergebnisse den potenziellen Käufern der Rechte vorzulegen. Das war der einzige Zweck dieser Veranstaltung. Ein zusätzlicher Kaufanreiz. Weihnachten 82. Immer mehr Tagebücher treffen beim Stern ein. Doch ausgerechnet an Heiligabend überrascht ein rechtsradikales Blatt mit der Schlagzeile: Hitlers Tagebücher entdeckt. Ja, dadurch kriegten die wahrscheinlich oben das Flattern, weil Irving nun plötzlich rauskam.
Plötzlich steht der Stern unter Druck, schnell zu veröffentlichen. Denn auch David Irving, ein umstrittener Geschichtsrevisionist, hat von der Sache Wind bekommen. Jahre später wird Irving als Holocaust-Leugner in mehreren Ländern verurteilt. Er wird in der Affäre um die Hitler-Tagebücher noch eine besondere Rolle spielen. Auch Kujau gerät jetzt unter Zeitdruck. Das war ein kolossaler Stress für ihn. Er ist dabei krank geworden. Er hatte sich ja auch keinen Schlaf gegönnt, nicht? Das war ja das Schlimme dabei. Er hat ja Tag und Nacht gearbeitet. Geschichte schreiben, wie anstrengend. Aber der Stern kann ja nicht genug bekommen und Heidemann will schon wieder Geld vorbeibringen. Ja, er hat gesagt, ja, jetzt tauchen immer mehr Bücher auf, die hatte mein Bruder bei der ganzen Verwandtschaft ausgelagert. Und nun langsam kriegt er die zusammen und so weiter. Und dadurch wurden es dann immer mehr. Der Stern will die Geschichte des Fundes auch verfilmen. Heidemann hat darauf keine allzu große Lust. Er weiß nur zu gut, wie neugierig Journalisten sein können. Er hatte einen Ruf wie Donnerhall als Rechercheur, als investigativer Journalist. Und ich habe ihn kennengelernt als sehr, bisschen linkisch, bisschen tapsig, sehr nett, sehr freundlich, zuvorkommend. Er hat mir im Grunde alle Informationen zukommen lassen, die ich von ihm wissen wollte. Nur wo die Bücher herkommen, darüber will Heidemann nichts sagen. Ich habe nur das Versprechen gegeben, sie nicht preiszugeben. Und Informanten schützen wir. Das haben wir immer so gemacht, werden es auch so halten in Zukunft. Das Versprechen habe ich abgegeben, das Versprechen halte ich. Wenn er es gewusst hat, möglich, dann hatte er die Auflage, nicht darüber zu reden. Selbst mir gegenüber und auch für die Dokumentation nicht. Alles ist vertraglich abgesichert. Heidemann muss niemandem seine Quelle nennen. Auch Ressortleiter Walde weiß angeblich von nichts. Verlagschef Schulte-Hillen sagt, ich vertraue meinen Leuten. Und die erlauben, auch der Journalistin Dickmann, nur ausgewählte Passagen aus dem Tagebuch zu filmen. Hauptsache belanglos. Viel Leid hatte eh durchzustehen. Wie mir die Ärzte am 30. mitteilten, war es nur eine Scheinschwangerschaft. Eh aber glaubt an einen Abortus. Gerade nun, da ich wirklich keine Zeit, die diese junge Frau nun braucht, habe, muss ich sie so allein lassen. Irgendetwas stimmt da nicht, ahnt Filmemacherin Barbara Dickmann. Ich habe auch den ganzen Film getextet, nur im Konjunktiv. Also ich habe nie behauptet, dass es die Bücher gibt, weil meine Zweifel daran immer während der Dreharbeiten immer größer wurden. Da meldet sich das Bundeskriminalamt zu Wort und warnt. Wir müssen reden. Da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Ne? Also ich kann Ihnen aber so viel sagen, dass in einigen der Dokumente, die ich hier habe, Sachen drin sind, die nicht da reingehören. Weißmacher, aber ausgerechnet nicht in dem Blatt aus dem Tagebuch. Zwei oder drei Dokumente waren mit sehr klaren Aufhellern versehen, die es erst 1955 gab. Heidemann bleibt unbeeindruckt, denn das alles entscheidende Blatt ist ja unverdächtig. Der Verlag hat Millionen investiert und will nach 2 Jahren Geheimhaltung endlich auf den Markt. Die können doch nie warten. Der Spatz in der Hand ziehen immer lieber als die Taube auf dem Dach. Zum Glück habe ich es ja mit der obersten Verlagsspitze gemacht. Und nur haben die also nun wahnsinnigen Schiss wegen der Kosten, weil sie steuerlich nicht absetzen können. Kommen sie natürlich über 10 Millionen Mark so langsam. Naja, aber Sie müssen sich mal überlegen, wenn die Rechte dann haben, was die da haben. Ja, das ist ja das Problem. Heidemann will die Veröffentlichung hinauszögern, bis die Sammlung vollständig ist. Hitlers Buch über die Frauen. Hitlers Buch über Friedrich den Großen, Hitlers Buch über den Bayernkönig Ludwig II. Und Hitlers Oper Wieland der Schmied. Diese wunderbaren Sachen wollte er natürlich noch beschaffen. Und das wäre ja gefährdet, wenn der Stern frühzeitig mit der Tagebuchgeschichte kommen würde. Der Stern will nicht länger warten. Und die Konkurrenz geht in Stellung.
Sag, um Gottes Willen, stell es rauf, reingefallen. Bildzeitung rief an, kann ich sofort nach Hamburg kommen und an der Pressekonferenz teilnehmen, getarnt als Mitarbeiter für Bildzeitung. Jede Zeit. Freue mich. Mit Rangeleien um die besten Plätze beginnt am 25. April 83 die internationale Pressekonferenz in Hamburg. Der Stern ist ein renommiertes Blatt. Alle gehen davon aus, dass die Dokumente auf Herz und Nieren geprüft worden sind. Also ich saß, glaube ich, zwischen Walde und dem Nachrichtenredakteur und sollte eben möglichst wenig sagen. Weil die Angst hatten, dass ich zu viel erzähle dann über die Geschichte. Und dann sagt mein Kollege, Mensch, Gerd, du bist ja auch Fotograf, dann halt das doch mal höher. Du weißt doch, wie ein Foto aussehen muss. Und steh doch mal auf damit. Und dann stehe ich auf, lächle etwas gequält und halt das hoch. Und das Bild wird mir heute noch um die Ohren gehauen. Und dieses Gipfelbild ist natürlich ein Bild des Jahrhunderts und eine Tragikomödie. Dann schlägt die Stunde des David Irving. Er äußert massive Zweifel an der Echtheit. Eine Tintenprüfung, eine chemikalische Tintenuntersuchung ist nicht gemacht worden. Man hat nur leere Blätter angeblich im Bundesarchiv in den Laboren suchen lassen. Die Geschichte des Dritten Reichs müsse umgeschrieben werden, sagt Chefredakteur Peter Koch. Aber das beweist im Grunde, wie fest er dran geglaubt hat. Ich glaube, Peter Koch hat wirklich dran geglaubt. Zwei Tage später geht Koch in einer Diskussionssendung im ZDF erneut in die Offensive. Ich maße mir nicht an, Historiker zu sein. Ich maße mir allerdings an, Herr Professor Jeckel, sorgfältiger als Sie vorzugehen. Man hatte das Gefühl, er hat 12 Tassen Espresso getrunken. Er war also wie ein Pferd vor dem Stach. Ich gebe meine Dokumente, der Stern gibt seine Dokumente vorab zur Prüfung. Ihm wird deshalb auch die Peinlichkeit erspart bleiben, die ihnen nicht erspart geblieben ist, Dokumente zurückzuziehen. Dann geht ein wichtiger Experte auf Distanz. Die Dokumente müssen als Fälschungen betrachtet werden, es sei denn, sie werden als echt nachgewiesen. Ferner glaube ich, dass einige der Dokumente, die von der gleichen Quelle gekommen sein sollen, Fälschungen sind. Der Erkenntnisgewinn dieser Sendung war erstens, der Stern hat diese Tagebücher nicht hinreichend wissenschaftlich sorgfältig genug geprüft, sodass man unbedenklich ihre Echtheit bescheinigen konnte. Und zweitens, der Kronzeuge des Stern, Trevor Roper, ist in der Sendung öffentlich umgefallen. In der Stern-Redaktion wird noch über ein anderes Thema heftig diskutiert. Die verharmlosende Darstellung von Hitler als Privatmann, der von den Verbrechen kaum etwas gewusst haben soll. Es sind jetzt schon 2 Hefte mit Tagebüchern erschienen und das dritte ist produziert. Und ich habe noch kein einziges Mal das Wort Judenverfolgung oder Holocaust in diesen Veröffentlichungen lesen können. Also so geht das nicht. Im Stern heißt es, 10. November 1938, die Kundgebungen gegen die Juden im Reich nehmen Überhand. Es geht nicht, dass unserer Wirtschaft durch einige Hitzköpfe Millionen und Abermillionen Werte vernichtet werden, allein schon an Glas. Die Konferenz leitet Co-Chefredakteur Felix Schmidt. Dann hat Felix Schmidt gesagt, also wer hier die Echtheit der Tagebücher anzweifelt und die Arbeit von Kollegen gering schätzt, der ist hier wohl fehl am Platz. Also das war so ein verkappter, eine Drohung, also dann schmeißen wir dich raus. Ich spürte, dass der Felix Schmidt Angst hatte. Spät, erst nach der Pressekonferenz, werden in der Bundesanstalt für Materialforschung in Berlin 3 der angeblichen Tagebücher auf ihre Echtheit überprüft. Dann blätter ich auf und das Papier war so glatt. Dachte also, das ist alles ein bisschen dubios. In aufwendigen Labortests werden Papier und Fasern untersucht. Im Einband eines Tagebuchs wird ein verräterischer Kunststoff entdeckt. Und das Buch datierte von 1934. Das Patent über Polyamid kam 1938.
Mit diesem einzigen Beweis war schon eindeutig, das ist falsch. Die modernen Papiere haben Aufheller drin, sogenannte Weißmacher. Wenn Sie mit ultraviolettem Licht draufstrahlen, dann wird es hell. Dann kriegen Sie einen hübschönen weißen Eindruck. Und genau das war der Fall. Das sind eindeutige Fakten, die Bücher sind falsch. Heidemann recherchiert gerade in Bayern und wird sofort nach Hamburg eingeflogen. In der Redaktion erwarten ihn aufgebrachte Kollegen mit vielen Fragen. Das Gespräch wird mitgeschnitten. Denn er wollte ja jetzt auch noch die Testamente liefern von Hitler und die Heiratsurkunde. Und das alles zu fälschen, ist ungeheuer schwer, nicht? Er habe sogar selbst Tagebücher in der DDR geholt, sagt Heidemann. Übergabe auf der Transitstrecke. Und da war für mich klar, er belügt uns. Er belügt uns auch noch wirklich, als nun der Stern in ganz großen Problemen ist, erzählt er uns diese Räuberpistole. Ja, aber dann wollte ich doch Kuja immer noch und den Verlag noch schützen. Ich dachte doch immer, ich habe doch nicht geahnt, dass der Fälscher ist. 2 Tage später. Ein letztes Telefonat. Heute steht schon in den Zeitungen, ich wäre das gewesen alles. Ach du je, das gibt's doch nicht. Ja. Mensch. Was hast du da bloß gemacht, Conny? Ja, ich kann doch nichts dafür. Wo sind die Bücher her? Sag es mir doch. Sind aus der DDR, Mensch. Ich kann mir im Grunde nur eine Kugel in den Kopf schießen. Also, es ist alles aus, nicht? Die Stern-Chefredaktion tritt zurück. Fälscher Kujau stellt sich den Behörden und Gerd Heidemann wird verhaftet. Verdacht auf Betrug. Das Urteil? 4 Jahre und 8 Monate Haft. Ressortleiter Walde kommt ungeschoren davon, denn die Geschäfte mit dem Fälscher hatte Heidemann in Alleinregie abgewickelt. Auch Kujau wird verurteilt. Er beteuert, nur 2 Millionen Mark bekommen zu haben. Wo ist der Rest geblieben? Laut Urteil hat Heidemann dem Verlag für die Tagebücher Preise von 100.000 bis einmal sogar 400.000 Mark pro Band berechnet. Er habe, so das Gericht, mindestens 4,39 Millionen Mark unterschlagen. Wäre ja ein guter Verdienst. Aber leider hatte ich die Millionen nicht. Ich habe ja alles an Kuja gegeben. Ja, wo sind die? Hätte man mal Kuja forschen müssen. Aber da hat man überhaupt nicht weitergesucht. Gerd Heidemann lebt heute von 360 Euro monatlich in Hamburg-Altona. Konrad Kujau ist im Jahr 2000 seinem Krebsleiden erlegen. Wo das Geld geblieben ist, ließ sich nie klären. Wenn nicht bei Heidemann, dann vielleicht bei Kujau? Das haben wahrscheinlich beide verbraucht. Der Heidemann und der Kujau. Den wohl größten Schaden hat der Stern davongetragen. Der Skandal machte das Blatt weltweit zum Gespött. Das ist ohne Frage der dunkelste Punkt in der langjährigen Sterngeschichte. Ein absolutes Versagen auf vielen Ebenen, das nachhaltig das Image beschädigt hat. Darunter leiden wir sicherlich heute nicht mehr, aber haben wir lange, lange darunter gelitten. Und deswegen ist das ein Ereignis, das wir lieber nicht in unserer Geschichte hätten, aber dem wir uns stellen, es aufgearbeitet haben und insofern ist es verarbeitet. Hitlers Tagebücher, die Geschichte einer Jahrhundertfälschung. Gerd Heidemann hat einen hohen Preis bezahlt. Doch der Gier nach Sensationen, nach Geld und Ruhm sind in Hamburg damals viele erlebt. Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne. Nimm uns mit in die weite Welt hinaus. Fährst du heim, Kapitän, kehren wir gerne in die Heimat zurück nach Haus.